hochgelobt und angebetet seist du, Jesus, hier im allerheiligsten Sakrament des Altares. Von nun an bis in Ewigkeit. So wollen wir heute jetzt den fünften Tag nehmen, nämlich dein Wille geschehe. Und wir können diesen fünften Tag heute so beten für all die Menschen, die heute eine Hiobsbotschaft empfangen haben, für all jene, die eine schlechte Diagnose erhalten haben, für all jene, die irgendwo, wo eine Seifenblase geplatzt ist, die keine Hoffnung mehr haben, die aufgegeben haben, die so am Verzweifeln sind, trotz Weihnachten, trotz Advent, trotz dieser schönen Stimmung eigentlich. Und da heißt es heute: Siehst du aber, dass das Übel zunimmt, anstatt abzunehmen, beunruhige dich nicht. Schließe die Augen und sprich voll Vertrauen zu mir, dein Wille geschehe, sorge du. Und ich verspreche dir, dass ich mich darum kümmere. Ich werde eingreifen wie ein Arzt und ich werde auch ein Wunder wirken, wenn es nötig ist. Siehst du aber, dass es dem Kranken schlechter geht, so beunruhige dich nicht, sondern schließe die Augen und sprich, sorge du. Ich verspreche dir, dass ich mich darum kümmere und dass es keine stärkere Medizin als das Eingreifen meiner Liebe gibt. Ich sorge mich nur dann darum, wenn ihr die Augen schließt. Und das, liebe Brüder und Schwestern, liebe Freunde, das ist wirklich das, wo Gott uns auch mit dieser Novene wie lästig getan hat. Gott hat uns echt lästig getan, hat gesagt, schaut, jetzt gebe ich euch etwas in die Hand, dass euch so eine Hilfe sein kann. So gute Gedanken, dass ihr Kraft bekommt, dass ihr Stärke bekommt, dass ihr Mut bekommt, dass ihr Freude bekommt. Ich gebe euch diese Novene in die Hand. Und wir? Wir müssen so wie drauf schauen, dass wir nicht sagen, dass es jetzt genug ist. Und das ist so ganz eigenartig. Es ist genug mit meinem Kreuz. Ich will das jetzt wieder weghaben. Es ist genug, dass ich das jetzt habe und genug, dass die Situation so ist und dass das jetzt so ist. Wir haben immer gleich in jeder Beziehung genug. Wir können eigentlich nie genug bekommen oder haben immer auch gleich genug. Und das aus einem einzigen Grund, weil uns ganz oft die Liebe fehlt. Ganz oft die Liebe fehlt zu Gott und zu meinem Nächsten. Und dann habe ich genug mit ihm und dann habe ich genug mit der Situation und dann reicht es mir und ich habe einfach genug. Genug gebetet und genug vertraut, jetzt ist fertig. Und das ist genau unser Problem. Vielleicht so ein kleines bisschen die Unbeständigkeit. So halt eben, wie oft das Wetter ist, unbeständig und trocken. Und da wollen wir jetzt wie weitergehen. Weitergehen, so wie, ich glaube, es war Jesus, der zu heiligen Faustina gesagt hat, und weil du jetzt noch weiter gebetet hast, sie hat da irgendwie so in ihrer Seele gespürt, bete weiter. Und dann hat sie noch eine Stunde gebetet. Und dann hat Jesus zu ihr gesagt, weil du noch eine Stunde länger geblieben bist, schenke ich dir das jetzt. Also er schaut so auf unser Vertrauen. Er schaut auf unser Vertrauen zu ihm. Und in dieser Haltung, liebe Freunde, wollen wir jetzt den fünften Tag beten. Jesus, sanft und demütig von Herzen, bilde unser Herz nach deinem Herzen. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Jesus, ich vertraue auf dich. Sorge du. O Jesus, ich vertraue auf dich. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin.
sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. Jesus, sanft und demütig von Herzen. Bilde unser Herz nach deinem Herzen. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. Und ich werde sorgen. Ehre sei dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.